Herzlich willkommen zur Veranstaltung Neues Virus, alte Feindbilder, aktuelle Verschwörungstheorien. Ich freue mich, euch und Sie hier zumindest im Internet begrüßen zu dürfen. Ich heiße Sie alle willkommen zur zweiten Veranstaltung des Taz Digilabs und zur ersten Runde einer Kooperationsreihe von Taz und dezim, dem Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung. Bei dezim meets Taz Digilab diskutieren wir alle 2 Wochen mit WissenschaftlerInnen und Gästen zu wichtigen Aspekten der aktuellen Corona-Krise jenseits von Reproduktionszahlen und Impfstoffen. Bevor wir jetzt aber einsteigen, sage ich noch kurz ein paar Sätze zu uns GastgeberInnen. Das dezim besteht aus einer Forschungsgemeinschaft, in der 7 der relevantesten Forschungseinrichtungen zu den Themen Integration und Migration in Deutschland miteinander vernetzt sind und dem dezim-Institut hier in Berlin, das Mitveranstalter dieser Reihe ist. Es wird geleitet von Frank Kalter und Naika Foroutan, die ja heute auch hier mit uns in der Runde sitzt. Und weitere Infos zum dezim-Institut finden sich auf dezim-institut.de oder auf Twitter. Ich begrüße Sie hier für die Taz, die Tageszeitung in Berlin. Mein Name ist Dinah Riese und ich bin Redakteurin im Taz-Inlandsressort mit den Schwerpunkten Migration und Einwanderungsgesellschaft. So, worüber reden wir heute? Wir alle leben jetzt seit Wochen mit den Einschränkungen, die dazu beitragen sollen, die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen. Und während viele sich diesen Maßnahmen auch ohne großes Murren oder mit Murren, aber doch im Verständnis, dass es notwendig ist, hingeben, hören wir auch von Anfang an quasi dieses Murren, das in den letzten Tagen immer lauter wird. Ein Geraune, Menschen treffen sich zu Hygienedemos oder schließen sich zum Widerstand 2020 zusammen, um gegen die Maßnahmen zu protestieren. Und schnell ist dann die Rede von einer Diktatur, davon, dass KritikerInnen mundtot gemacht werden sollen und von unheimlichen und dunklen Kräften im Hintergrund, die entweder Bill Gates oder George Soros heißen und alles leiten. Wir wollen heute mit unseren Gästen der Frage nachgehen, was Verschwörungstheorien und Ideologien so attraktiv macht, gerade in Krisenzeiten wie jetzt. Welche Dynamiken liegen dahinter? Welche sozialen Bedingungen begünstigen dieses Phänomen? Und warum kann man mit Leuten, die an solche Mythen glauben, eigentlich so schwer diskutieren oder sie davon überzeugen, dass es nicht stimmt? Welche Rolle spielt Verschwörungstheorie in Ideologien der Ungleichwertigkeit und wie sieht es aus mit Antisemitismus? Ich freue mich, Ihnen dazu heute unsere Gäste vorstellen zu dürfen. Zum einen Juliane Wetzel, sie ist Historikerin und seit 1991 wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zentrum für Antisemitismusforschung der Technischen Universität Berlin. Sie war Co-Koordinatorin sowohl des ersten als auch des zweiten unabhängigen Expertenkreises Antisemitismus im Auftrag des Deutschen Bundestags. Ihre Forschungsschwerpunkte sind Juden unter nationalsozialistischer Verfolgung, jüdische Displaced Persons, Rechtsextremismus und aktuelle Formen des Antisemitismus in Deutschland und Europa. Andreas Heinz ist Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Campus Charité Mitte und Leiter des Bereichs Migration, psychische und körperliche Gesundheit und Gesundheitsförderung am Berliner Institut für empirische Integrations- und Migrationsforschung. Und Naika Foroutan, sie ist Direktorin des dezim-Instituts und Professorin für Integrationsforschung und Gesellschaftspolitik an der Humboldt-Universität zu Berlin. Zu ihren Schwerpunkten gehören Migration und Integration, Identität und Hybridität sowie gesellschaftliche Transformation in Einwanderungsländern. Bevor wir jetzt in die Diskussion starten, sage ich noch eine ganz kurze organisatorische Sache. Und zwar diskutieren wir jetzt bis 20 Uhr und ihr und Sie an euren Rechnern habt die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Das könnt ihr entweder direkt auf Facebook in den Kommentaren machen oder für diejenigen, die keinen Facebook-Account haben oder keine Lust auf Facebook-Kommentare haben, können die Fragen auch per E-Mail geschickt werden. Die E-Mail-Adresse sollte eingeblendet sein. Ich sage sie auch nochmal: veranstaltungen@dezim-institut.de. Wir werden die Fragen dann, wie bei anderen Podiumsdiskussionen auch, nicht sofort beantworten, aber wir sammeln und beantworten sie entweder zu passender Gelegenheit in der Diskussion oder am Schluss. Und wir werden versuchen, auf so viele Fragen wie möglich einzugehen. Bei allen wird es natürlich nicht klappen. Frau Foroutan, ich bin selber ein bisschen überrascht, wenn ich mich so in meinem Umfeld umgucke und auch auf Facebook und in den sozialen Medien, wie nah so Verschwörungsideen plötzlich scheinen. Also ich bin es nicht gewohnt, dass aus meinem persönlichen Umfeld plötzlich Leute anfangen, von Staatsmedien, die Panik schüren oder von irgendwelchen geheimen Plänen und was uns verschwiegen wird, zu Corona zu sprechen. Ist das bei Ihnen auch so? Sie sind noch stumm. Ja, in der Tat, tatsächlich ist das so. Wir leben aber auch allerdings ja auch in einem exzeptionellen Moment. Für viele Menschen ist das einfach eine Überforderung. Wir sind konfrontiert mit sich überschlagenden Informationen und auch mit manchen Informationen, die nur eine sehr kurze Reichweite haben und Tage später wieder zurückgenommen werden. Und so entsteht quasi ein Informationsleck, das gefüllt wird aus ganz vielen unterschiedlichen Quellen. Die Menschen informieren sich auch sehr stark über Social Media und es kommt zu konfligierenden Informationen, also die sich widersprechen, und so hat plötzlich jeder seine eigene Quelle und je nachdem, wie wird diese Quelle als vertrauenswürdig gesehen. Ein Arzt aus Wuhan hat einem Medium mitgeteilt oder ein Virologe aus, keine Ahnung, Kalifornien sagt, oder jemand hat schon darüber ein Buch geschrieben vor 20 Jahren. So verdichten sich diese ganzen Quellen. Und es kommt natürlich zu ganz vielen Verschwörungstheorien, über die wir nachher sicher sprechen werden. Aber wenn ich sie jetzt zusammenfassen würde in 4 große Cluster, dann würde ich sagen, gibt es zum einen dieses große Verschwörungskonglomerat rund um ökonomische Bereicherungen. Wahlweise es ist Pharmaindustrie oder reiche Familien. Rothschild kommt auch wieder mit ins Spiel. Oder es ist ein Kampf der Supermächte. China soll durch die USA ausgeschaltet werden. Oder ich habe auch schon Theorien gehört, je nachdem, wo man reinhört, dass Iran beteiligt ist als Rache an den USA für den Mord an dem General Soleimani. Und es kommen ganz viele Verschwörungstheorien rund um Kontrolle der Bevölkerung. Über eine Impfung sollen Chips eingesetzt werden. Und dann gibt es noch diese ganze Reihe der Verschwörungstheorie rund um die Leugnung, dass es eigentlich Corona überhaupt nicht gibt und das Ganze nicht schlimmer sei als eine Grippeimpfung. Und das Ganze ist sehr anschlussfähig an auch bestehende, auch wenn sehr abstruse Verschwörungstheorien, können wir vielleicht gleich nochmal vertiefen. Herr Heinz, woran liegt es denn, dass Verschwörungstheorien jetzt so boomen? Sind wir in der Krise anfälliger für sowas? Also ich glaube, dass es Verschwörungsideen immer gibt, dass aber natürlich, wenn Menschen unter Stress kommen, und das ist im Augenblick ja der Fall, einerseits, weil ökonomische Armut droht für viele Menschen, dann diese Ausgangsbeschränkungen sind alles andere als leicht über die vielen Wochen für viele durchzuhalten. Ungeklärte Situationen mit Kindern zu Hause und so weiter. Also es gibt erhebliche Belastung und darauf reagieren Menschen sowieso schon mal leichter mit der Mobilisierung von Urteilen, die schon da sind, also von Vorurteilen. Und zum anderen kommt natürlich dazu, das sehen wir in den letzten Jahren sowieso sehr stark, dass es diese Resonanzkammern im Internet gibt, in denen sich Sachen hochschaukeln und sagbar gemacht werden und sich verbreiten und dann immer wieder hin und her gehen. Frau Wetzel, Sie beschäftigen sich ja mit Antisemitismus schwerpunktmäßig und der ist ja mit Verschwörungstheorien sowieso immer sehr eng verknüpft. Wenn Sie sich jetzt angucken, was gerade so passiert, würden Sie sagen, wir erleben gerade ein neues Level an Präsenz von Verschwörungsideen? Nein, ich würde sagen, es ist kein neues Level, weil wir das kennen. Immer wenn es zu Epidemien bis hin zu Pandemien kommt, hat es diese antisemitischen Zuschreibungen gegeben. Also wenn ich an die Pest denke im Mittelalter, danach gab es entsetzliche Pogrome gegen die jüdische Bevölkerung, also Mitte des 14. Jahrhunderts. Wenn Sie an Ebola oder die Schweinegrippe oder die Vogelgrippe denken, auch da gab es ständig dann diese Verschwörung, es seien Juden, würden dahinter stecken, ob es nun aus Gründen ist, dass sie Geld damit machen wollen, mit Impfstoffen, oder ob es eben diese Zuschreibungen sind, wie wir sie ja jetzt auch immer hören, dass sie Macht über die Menschen kriegen wollen und die Menschheit dezimieren wollen, um dann wieder letztlich einen eigenen Vorteil daraus ziehen zu können. Also insofern ist es nicht neu. Es war sozusagen für jemanden, der sich mit Antisemitismus beschäftigt, eigentlich, ich habe ganz sofort versucht, gleich mal zu gucken in der rechten Szene, was läuft da, und sofort waren ja auch diese Stürmerkarikaturen wieder zu finden, immer so hineinmontiert. Das ist dann die Bildsprache. In ein Coronavirus, also in so ein Bild von so einem Virus. Insofern ist das alles nicht neu. Natürlich, und das wurde ja auch schon gesagt, sind die sozialen Medien sozusagen der Brandbeschleuniger dieser ganzen Sache, was es natürlich vor 20 Jahren so noch nicht gegeben hat oder während Ebola das auch noch nicht so stark war, wie das jetzt eben der Fall ist. Vielleicht sind ja manche unserer Zuschauenden, es sind übrigens über 160 momentan, gibt mir die Regie durch, noch einigermaßen verschont geblieben von diesen ganzen abstrusen Dingen, die da gerade so im Netz und in Gesprächen unterwegs sind. Vielleicht tragen wir noch mal so ein bisschen zusammen, was da eigentlich gerade los ist. Frau Foroutan hat schon ein paar Sachen gesagt. Manche Dinge sind ja tatsächlich total abstrus, also sowas wie Bill Gates hat Corona in die Welt gesetzt, um den Menschen Chips unter die Haut zu pflanzen. Andere Sachen sind irgendwie wieder weniger abenteuerlich und trotzdem nicht weniger falsch. Sowas wie die Medien schüren eine Panik, die völlig übertrieben ist und sind, weil sie staatstreu sind und die Regierung plant irgendwas. Mit was haben wir es denn hier eigentlich gerade alles zu tun? Von wo bis wo reicht das? Also ich habe in Vorbereitung auf das Panel heute einmal nochmal geschaut, was ich zusammentragen kann. Und einige Sachen haben wir ja genannt, aber die Vorstellung, dass die Pharmaindustrie im Grunde genommen dieses Virus erfunden hat, um danach mit dem erfundenen Gegengift und einem Patent in den Händen wichtiger und mächtiger Familien sich weiter bereichern zu können. Das hält sich schon sehr stark. Das andere Argument, was immer wieder zu finden ist, ist, dass Konzerne, und immer wieder hört man dann Staatskonzerne oder eben große Konzerne, kurz vor dem Bankrott gestanden hätten und nun durch massive Staatshilfen sich in die Lage gebracht hätten, wieder Geld in ihre Kassen zu bekommen. Ein anderes Argument ist, dass 7 Milliarden Masken produziert worden sind, die jetzt auch verkauft werden müssten, und deswegen würde man die Maskenangst und Maskenpolitik haben. Dann, wie gesagt, zu dieser Frage, woher das Virus kommt, und das geht auch ein wenig in diese Situation der eben mangelnden Information. Die Frage, ob das Virus aus einem chinesischen Labor gekommen ist oder von einem Tier auf Menschen übergegangen ist oder möglicherweise absichtlich gesetzt worden ist, alles das wird breit diskutiert. Dann gibt es auch tatsächlich diese sehr kuriose Theorie, dass am Anfang der ganzen Corona-Krise die G5-Masten gestanden haben, also das Breitband-Internet, und dieses Breitband-Internet eigentlich Informationen über die Menschen abfiltern sollte, Aber im Zuge der Aufstellung dieser Masten seien sehr, sehr viele Menschen gestorben, vor allen Dingen auch in China. Und um das zu kaschieren, hätte man das Coronavirus erfunden, um diese Todeszahlen zu kaschieren. Und das, was die G5-Masten dann eben nicht geschafft haben, massive Informationssicherung, weil eben die Bevölkerung jetzt alert ist und gegen diese Internetmasten eben protestiert. Das würde jetzt umgedreht durch die Hintertür über die Zwangsimpfung geschehen. Wenn man also nicht über Internet kontrolliert werden könne, breitflächig, würde jetzt dieses Chip über die Impfung in den Körper gesetzt, um kontrolliert werden zu können. Es gibt aber auch noch Theorien, wie zum Beispiel der brasilianische Außenminister, der hat jetzt einfach kurzerhand gesagt, Corona sei von den Kommunisten eingesetzt worden, ein großer Plan im Grunde genommen zur Weltbeherrschung. Erst hätten sie Globalisierung eingeführt und mit der Globalisierung wollten sie eine Gleichschaltung der Menschen. Dann hätten sie Rassismus, Sexismus, Antisemitismus als Themen gestärkt, um die Menschen durch Political Correctness einzuhegen. Und jetzt hätten sie eben durch Corona die Menschen in so eine Schockstarre gebracht, dass sie im Grunde genommen alle gleichgeschaltet seien und das sei ihr großer Plan. Also es gibt sehr, sehr viele unterschiedliche, von links bis rechts, bis einfach verunsicherte Menschen in der Mitte, die versuchen, sich ein Argument aus den vielen Sachen zu machen und mehr Informationen zu bekommen. Herr Heinz, Frau Foroutan hat es ja gerade schon angesprochen. Es gibt viele verunsicherte Menschen und alle diese Ideen, Mythen, Erklärungsansätze sind ja genau das. Sie versuchen irgendwie zu erklären, wer schuld ist. Welche Rolle spielt denn bei sowas die Angst oder das Nicht-Aushalten-Können eines solchen Kontrollverlusts, dass wir vielleicht gerade einfach nicht wissen, was man gegen dieses Virus tun kann und wie, weil wir über das Virus noch so wenig wissen? Also Angst spielt sicher eine Rolle. Generell sind ja alle rigiden Erklärungsmodelle, die wir dann in der Psychiatrie gern Wahn nennen, und die meines Erachtens bei allen Menschen immer auftreten können, wenn was bedrohlich wird. Das sind immer Versuche, eine komplexe Handlung oder ein komplexes Geschehen mit einfachen Dingen zu erklären. Und das ist ja auch gar nicht immer falsch. Ja, das macht das gerade so heikel, dass ein Teil der Dinge, die kursieren, einen Kern haben oder dass es tatsächlich ja auch Probleme oder Fehler gibt. Vor 2 Wochen ungefähr oder 3 rief mich ein Kollege an und sagte, es kann nicht sein, es sollen jetzt Quarantäneverweigerer in psychiatrische Kliniken gesperrt werden. Ich sagte, komm, das ist wieder so eine Verschwörungstheorie, das kann überhaupt nicht sein. Habe es versucht zu googeln, habe es nicht gefunden. Sagte, siehst du, das ist gelogen und wird in die Welt gesetzt. Dann kam raus, es stimmte doch und wir mussten ganz schnell protestieren und dann hat es sich wieder beruhigt. Also die Schwierigkeit ist, dass in so einer Situation gehandelt werden muss natürlich von auch staatlichen Organen, dass da auch Dinge geschehen, die schlecht passen oder falsch sind und dass quasi sich daran aber natürlich auch Ängste entzünden, die viel weitergehend sind. Frau Wetzel, das Wort Weltherrschaft fiel jetzt ja auch schon mal, das ist ja auch antisemitischen Verschwörungsfantasien inhärent. Was sehen Sie denn jetzt an den aktuellen Verschwörungsmythen und Ideen für antisemitische Züge? Ich meine, Sie haben schon Beispiele genannt, bei denen es so ganz offensichtlich ist, wenn irgendwie gesagt wird, Israel hat das Virus erfunden oder die Rothschilds, aber es gibt ja auch subtilere Dinge. Ja gut, es wurde ja vorhin auch schon genannt, dass wenn jetzt eben gesagt wird, Israel würde den Impfstoff oder wäre schon relativ weit mit der Entwicklung eines Impfstoffes, dass dann genau die Theorie natürlich kommt, dieses Verschwörungsdenken kommt, zu behaupten, die Israelis oder die Juden, ist ja dann schnell sozusagen diese Gleichsetzung, hätten das Virus überhaupt in die Welt gesetzt, damit sie dann mit dem Impfstoff Geld machen können. Und so ist das natürlich mit vielen anderen Verschwörungsfantasien rund um Corona auch. Also Sie nannten ja auch die Rothschilds. Also es gab jetzt auch im Internet in verschiedenen sozialen Medien wieder das Bild von einem Baron Rothschild, wo dann eben immer wieder auch dieser Zusammenhang mit dem Virus und der Möglichkeit, mit diesem Virus eben Geld zu verdienen, sei es durch die Pharmaindustrie oder eben auch, indem die Wirtschaft kaputt gemacht wird und sozusagen die reichen Juden, die sozusagen die Weltherrschaft hätten, so wie das ja dann kolportiert wird, daraus dann ihren Vorteil ziehen würden. Und das ist immer genau dieser Mechanismus, Juden würden den Vorteil daraus ziehen, egal was man jetzt sozusagen als Basis von so einem Verschwörungsdenken nimmt, sind es eben dann immer die mächtigen Juden, die das dann für ihre Vorteile ausnutzen. Jetzt wird sowas ja dann teilweise sehr breit geteilt und wahrscheinlich kann man nicht sagen, jeder Mensch, der irgendwie jetzt irgendwelche dieser Verschwörungserzählungen teilt, ist ausgemachter Antisemit. Aber was macht es denn, wenn solche Dinge jetzt massenhaft im Internet geteilt werden? Macht es Antisemitismus anschlussfähiger? Macht es, streut es subtil solche Gedanken? Also sehen Sie da eine Gefahr oder sollte man das auch nicht überbewerten? Doch, ich sehe durchaus die Gefahr. Die Gefahr natürlich, dass solche Verschwörungsmythen, die nicht neu sind, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, sich den aktuellen Zeitläuften anpassen und dann durch die sozialen Medien eben inflationär verbreitet werden und eben sozusagen, denn wenn man jetzt den Leuten, die solche Verschwörungsfantasien verbreiten, versucht zu erklären, dass es deshalb und deshalb nicht stimmt, das nutzt ja gar nichts, weil sie dann ja behaupten, man sei selbst sozusagen wieder von dieser jüdischen Weltmacht so infiziert, dass man denkt, das sei die Wahrheit, dabei sei es gar nicht die Wahrheit. Also es ist ja sozusagen dieser Zirkelschluss, der ständig dann auch angewendet wird. Und es ist eben so, dass diejenigen, die bekannt sind, ob das nur auf der rechten Szene, in der rechten Szene ist oder bei Esoterikern und die sich sozusagen immer des Internets und der sozialen Medien bedienen, um ihre abstrusen Ideen zu verbreiten, dass die jetzt wieder besonders stark hervortreten. Da ist die ehemalige Tagesschausprecherin Eva Herrmann, die sich da wieder hervortut. In verschiedensten Versionen diese Coronavirus-Geschichte mit Verschwörungsdenken zusammenbringt, antisemitisch und auch nicht antisemitisch. Also, oder Ken Jebsen, von der ehemalige Moderator hier vom RBB, der eben auch sich immer auch bei diesen Demonstrationen wieder zu finden ist, die jetzt ja in den letzten Tagen auch dann wieder für Furore sorgten, wo sich Rechtsextreme anschließen. Xavier Naidoo wurde vorhin schon genannt. Also es sind eine ganze Menge dieser bekannten Figuren, die sich jetzt wieder im Netz tummeln, mit diesem Coronavirus diese Fantasien verbreiten und eben ja, durch dieses Ungehinderte bis hin zu ja ganz extremen antisemitisch-rassistischen Ideen im Netz, die eben Menschen, die das nicht einschätzen können und die sozusagen, denen die Kompetenz fehlt, das wirklich zwischen Wahrheit und Fake News zu unterscheiden, gerade bei jungen Leuten, ankommen, gerade wenn man, und das wurde ja vorhin schon gesagt, für komplizierte Sachverhalte einfache Erklärungen sucht, dann sind diese Verschwörungsfantasien ja genau das, was man braucht. Also ein Plan, der sozusagen da sein soll und damit ist es für einen dann geordnet und man hat den Feind, den man hier in dem Fall bei den Juden findet. Sie haben da jetzt schon ein paar Sachen angesprochen. Dazu möchte ich eine Frage stellen, die, glaube ich, auch schon einige der Fragen, die aus dem Publikum gekommen sind, mit beantwortet. Und zwar diese Demonstrationen, die wir jetzt sehen und die Proteste gegen die Corona-Einschränkungen, bei denen es sich ja tatsächlich auch um Grundrechtseinschränkungen handelt. Und auf seine Grundrechte zu achten, ist ja jetzt nicht per se eine rechte oder eine schlimme oder eine verschwörungsideologische Sache. Wer geht denn, also wer fühlt sich denn von diesen Protesten angesprochen und von diesen und wie gehen wir damit um? Also ist es, wir wissen, dass sich da rechte Personen drunter mischen, rechte bis rechtsextreme. Wir wissen, dass da auch Spinner auftauchen. Und gleichzeitig kann man denn sagen, dass diese Demos alle totale rechte Spinner-Demos sind? Oder ist man damit auch zu schnell? Also Andreas Heinz hat das ja eben schon gesagt, dass das Schwierige daran ist, dass sehr viele Argumente und Ängste und Befürchtungen auch einen realen Kern haben. Und die Frage ist jetzt ein bisschen die Kombination dieser Argumente, dieser Theorien oder dieses Wissens, das man bekommt. Und bei diesen Demonstrationen kann man sehen, dass tatsächlich es der Fall ist, dass dort Menschen aktiv dagegen protestieren, dass im Grunde genommen derzeit unter vielen möglichen schnellen Entscheidungen das Gefühl entsteht eines sogenannten Durchregierens und das Gefühl, das Parlament würde nicht mehr mit einbezogen, was ja auch tatsächlich der Fall ist. Also dagegen zu protestieren wäre eigentlich Aufgabe der Opposition. Tatsächlich ist aber die Opposition natürlich auch von dieser Pandemie im Grunde genommen in der Entscheidungsfindung überfordert und sieht sich nicht in der Lage, Regierungen kritisch zu begleiten, sondern schließt sich in vielen Fällen an, weil ja auch sehr viele Maßnahmen zunächst logisch erscheinen. Und in diesem schnellen Entscheidungsmoment bleiben einfach bestimmte etablierte demokratische Prozesse werden umgangen. Und der Protest dagegen ist legitim, genauso wie die Vorstellung, dass man kritisch das Regierungshandeln begleiten muss und kritisch auch auf Geheimdienste schauen muss, etwas ist, was sich natürlich nicht von der Hand weisen lässt. Und wenn wir uns Verschwörungstheorien ansehen, gibt es ja vielfach, wie das, was Andreas Heinz gesagt hat, man hört eine Information, die fängt einem vollkommen unplausibel und nachher ist sie tatsächlich in der Form passiert und das bestätigt dann, dass es richtig ist, wachsam zu sein. Aber von dieser Wachsamkeit und dieser politischen Kritik an Entscheidungen von Regierungen bis hin zum absoluten Misstrauensvotum gegenüber gewählten Volksvertretern haben wir im Moment nur einen sehr schmalen Grad und der hat sich vorher schon etabliert. Wir reden ja nicht erst seit Corona darüber, wie das Vertrauen in politische Entscheidungskräfte geschwunden ist, welche Angriffe politische Vertreter und Abgeordnete zu erdulden haben. Der Mord an Walter Lübcke war nur ein Beispiel dafür, wie weit das gehen kann. Also aus dieser Situation des sowieso schon vorhandenen Misstrauens gegenüber politischen Entscheidungen, gepaart mit den schnellen Entscheidungsprozessen und dem Umgehen der parlamentarischen Entscheidungswege, entsteht ein generelles Misstrauen gegenüber Legitimation, die man sozusagen abgibt, indem man Menschen wählt, die eigentlich einen vertreten sollen. Und dann grätschen da natürlich auch die etablierten Vertreter rein, so wie Frau Wetzel das eben schon gesagt hat. Und da kommt es plötzlich zu einer quasi Querfront aus rechten und linken Narrativen. Und das können wir übrigens auch in der Radikalisierungsforschung beobachten. Dazu haben wir mal vor kurzem eine Studie gemacht mit meinem Kollegen David Meiering und der hat den Begriff Brückennarrative geprägt. Es gibt eben Narrative, die anschlussfähig sind. Dazu gehört der Antisemitismus, der in allen möglichen Ideologien von islamistisch bis links bis rechts anschlussfähig ist. Und dazu gehört aber auch ganz stark der Gedanke von Widerstand. Und das finden wir jetzt auch und jetzt gerade nicht zuletzt auch noch seit ein paar Tagen manifestiert in dieser neuen Gruppe Widerstand 2020. Also dieses: Wir begehren auf, wir sagen euch jetzt die Wahrheit, wir glauben der Politik nicht mehr. Das ist eben das, was zu dieser starken im Moment Spannung führt. Ja, und vor allen Dingen diese Demonstrationen, in diese Demonstrationen mischen sich ja Leute wie Jürgen Elsässer zum Beispiel, also die auch schon bekannt sind aus diesen sogenannten Montagswachen und Montagsdemonstrationen. aus dem Lager der Verschwörungsdenker und die, wenn die sich da drunter mischen und Rechte natürlich auch, Rechtsextreme auch, dann entsteht da so eine Querfront, so ein Konglomerat, was Frau Foroutan ja auch gerade erwähnte. Es gibt eine Frage aus dem Publikum zu dem Thema. Anne Höhn fragt, wie hoch schätzen Sie das Potenzial ein, dass diese Szene zur Radikalisierung eines Einzelnen oder einer Gruppe beiträgt? Vielleicht Frage an diejenigen von Ihnen, die dazu was sagen wollen. Also wir können ja schon tatsächliche Einzelfälle sehen. Wenn wir uns zum Beispiel ansehen, dass in Los Angeles ein 44-jähriger Mann einen Zug zum Entgleisen gebracht hat, weil er damit ein Schiff aus dem Weg räumen wollte, in dem angeblich Coronaviren gezüchtet werden. Oder wenn wir auch in die Richtung gehen, dass wir immer wieder jetzt einen steigenden anti-asiatischen Rassismus beobachten, wo Menschen, die eben als asiatisch gelesen werden, auf der Straße angespuckt werden, angepöbelt werden, wo im Grunde genommen wir jetzt sehen, wie dieser Koch, dieser vegane Koch, der gestern gesagt hat, er würde sich bewaffnen und in den Untergrund ziehen und im Widerstand das Land verteidigen. Also es ist schon so, dass wir jetzt raus sind aus diesem Moment, in dem wir uns lustig machen können über bestimmte Verschwörungstheorien. Wir können vielleicht noch schmunzeln darüber, dass jetzt gesagt wird, Corona, das hat 6 Buchstaben, das Wort. Und wenn man jeden Buchstaben aus diesem Corona dann alphabetisch nochmal zählt, also das C hat eine 3, das O weiß ich jetzt nicht und das R und so weiter auch nicht, können Sie ja mal nachrechnen. Aber jedenfalls, wenn man alles das zusammenzählt, kommt man auf 66. Und wenn man das dann zusammenzählt, kommt man auf die Zahl 666. Und das sei sowieso eine Zahl der Freimaurer. Also das hört man auch bei Xavier Naidoo und der hat immerhin 1,4 Millionen Likes bei Facebook. Also das ist nicht mehr so, dass das wirklich nur ein Untergrundgedanke wäre, wie das mit den Echsenmenschen, dass Angela Merkel oder auch Bill Gates in Wahrheit Reptiloide sind, die von Aliens eingesetzt sind, um die Menschen zu zerstören. Das verknüpft sich sehr gut mit dem rechten Gedanken des Bevölkerungsaustausches. Der große Austausch, der eigentlich die letzten Jahre vor allen Dingen mit der Frage der Migration verknüpft wurde und jetzt auch in dieser Querfront anschlussfähig wird an die Vorstellung von Corona. Jetzt führt Corona zu einem großen Bevölkerungsaustausch. Also tatsächlich besteht die Möglichkeit, dass in der Radikalisierung es auch zu Extremismen kommt und dass sich diese Zahl deutlich erhöht. Und es gibt dafür auch schon Beispiele. Ich wollte noch zu der Zahl 666 was sagen, denn das ist die klassische Zahl, die sozusagen für den Antichrist steht, für den Satan. Und damit werden dann Juden auch immer wieder gleichgesetzt. Also es gibt zum Beispiel einen Rechtsextremen, der im Internet sehr aktiv ist und ständig irgendwelche Karikaturen mit dieser 666 versieht. Also immer... Und dann kommt dann noch der Davidstern, der Magen David, und dann kommt diese Zahl 666 hinein. Sie finden das überall im Netz. Also das ist sozusagen genau dieser Code. Und damit arbeiten ja viele aus dieser Szene eben, das nicht genau zu benennen, sondern mit Zahlen zu arbeiten und damit für die Szene klar deutlich zu machen, worum es geht, nämlich um antisemitische Zuschreibung. Ich würde vielleicht noch gern einen Aspekt ergänzen. Das, glaube ich, hat deswegen so viel Dynamik, weil es einerseits ja eine berechtigte Unzufriedenheit von vielen Teilen der Bevölkerung schon gab. Das geht los mit Klimawandel oder sozialer Ungleichheit, die gestiegen ist, und undurchsichtigen Globalisierungsprozessen, in denen, weiß ich, Milliarden verschoben werden, über die keine Kontrolle herrscht. Dann gibt es jetzt eine wirkliche soziale Bedrohung für viele Menschen. Das ist in Deutschland noch ziemlich gut abgepuffert im Vergleich zu anderen Ländern. Aber auch hier gibt es ja Menschen, die jetzt ihre Arbeit verlieren oder keine Perspektive haben oder vor der Pleite stehen. Und auf dem Hintergrund sind dann eben solche Gruppen, die quasi ein enges Feedback geben und einen da drin bestärken in seinem Gefühl, dass das dieses ganze Unglück jetzt ein, zwei klare Ursachen hat, eine bestimmte Personengruppe und in Verbindung mit einer menschenverachtenden Ideologie, die diesen Menschen dann, weiß ich, ihre Menschlichkeit abspricht und sie zu absoluten Feinden macht, daraus kommt quasi die Radikalität und auch die Brutalität, wenn es dann dazu kommt. Jetzt haben wir gerade über Radikalisierung gesprochen. Es gibt auch jemanden unter den Zuschauenden, die oder der fragt, wie sie die Partei, selbsternannte Partei, Widerstand 2020 einschätzen. Ist das ein Sammelbecken für Verschwörungsideologien, Rechtsradikale und EsoterikerInnen? Oder hat das das Potenzial zu einer AfD 2.0 und macht der AfD Konkurrenz? Also ich würde sagen, im Moment ist das ja wirklich sehr neu und die Informationen sind sehr selektiv nur im Internet zu finden. Deswegen kann man sich jetzt gar nicht so pauschal mit Informationen schmücken und das beantworten. Im Moment, wenn man da drauf schaut und die Argumente sieht und dann tatsächlich sieht, dass dort auf der einen Seite diese Vorstellungen der Leugnung oder das mit dem Arzt, der dort beteiligt ist und der das Ganze eher in Richtung eines mehr oder weniger kontrollierbaren Grippevirus interpretiert, plus offensichtlich auch schon Unterstützungen von Seiten der Identitären oder von Seiten der AfD, kann man das so lesen. Umgekehrt, wie gesagt, innerhalb von kürzester Zeit sollen dort sehr viele Menschen sich eingeschrieben haben. Ob das jetzt alles stimmt, ich kann mir jetzt in der Form kein Urteil so endgültig vorstellen, dass das jemand schon treffen kann. Aber ich denke auch, das Schwierige im Moment ist das, was Andreas Heinz immer wieder sagt, diese grundsätzliche berechtigte Unzufriedenheit in der Bevölkerung, auch mit sozialen Prämissen, die ja auch auf Basis von politischen Entscheidungen entstanden sind, diese Unzufriedenheit jetzt auf der einen Seite direkt zu kanalisieren in Richtung rechte, spinnerte Ideen, ist eben auch eine Gefahr, die uns bewusst sein muss. Und tatsächlich, wenn man ein wenig auch schaut, wie Verschwörungstheorien oder Ideen oder Phantasmen über die Zeit auch immer wieder als Vorwand genutzt worden sind, um reale politische Geschehnisse zu leugnen, da kann man verstehen, dass es ein Misstrauen gibt. Ich erinnere mich zum Beispiel nur daran, dass es ganz lange hieß, die Idee, dass 1953 damals es einen Putsch des CIA gegeben hat im Iran, um die erste Republik zunichte zu machen, dass das eine große Verschwörungstheorie der Linken gewesen sei. Übrigens auch in Chile hat man das gesagt, bei der Ermordung von Allende, dass das eine Verschwörungstheorie sei, dass das geplant worden sei in bestimmten geheimdienstlichen Organisationen. Später hat man dann die Archive geöffnet und gesehen, dass das waren gar keine Verschwörungstheorien, sondern es war genauso, wie ein Teil dieser Bevölkerung in einer bestimmten Region es eben schon wusste oder diese Informationen hatte. Und das führt dazu, dass sich Misstrauen über die Zeit akkumuliert und dann zu einem großen Misstrauensraum wird. Dieses Misstrauen gegenüber US-Politik, besonders im Mittleren und Nahen Osten, das kann man ja nicht als unbegründet lesen. Es gibt sehr viele Sachen von Demokratisierung als vorgeschobenes Wort zu einem Einmarsch im Irak oder einer langen Besetzung von Afghanistan. Alles das sind Erfahrungsmomente, die zu einem berechtigten Misstrauen führen. Sie kulminieren dann oder verknüpfen sich dann mit teilweise sehr, sehr abstrusen Verschwörungstheorien und delegitimieren sich dadurch. Und das ist eben die große Gefahr, dass dann Menschen, die eigentlich aus einer berechtigten Systemkritik heraus etwas markieren oder berechtigten Zweifel anmahnen, irgendwann sich auch wiederfinden können mit ganz kruden Verschwörungstheoretikern, dadurch ihr Anliegen im Grunde genommen delegitimiert wird. Frau Wetzel, wie geht man denn dann jetzt um mit diesem Balanceakt zwischen einem berechtigten Hinterfragen von Maßnahmen und Grundrechtseinschränkungen und auch dem berechtigten Nachfragen, wenn sich Maßnahmen widersprechen einerseits und Verschwörungsideologien andererseits. Eine Frage aus dem Publikum wirft dazu die Stichwörter Viktor Orbán, Donald Trump, Kaufprämien für Autos, NSA-Skandal in dem Raum. Ja gut, das sind ja wieder Verschwörungsfantasien, die wir kennen, also wie zum Beispiel Viktor Orbán mit dem George Soros, also der ja auch schon behauptet hat, der Soros hätte den Flüchtlingsstrom nach Europa gelenkt. Und jetzt ist Soros natürlich auch schuld am Coronavirus, weil er da angeblich wieder Geld damit macht. Das ist ja ein ungarischstämmiger amerikanischer Philanthrop und Hedgefondsmanager. Frau Wetzel, ganz kurz, ich glaube, es geht, ging dem Fragestellenden auch darum, was jetzt gerade in Ungarn passiert. Und sozusagen, da sehen wir ja tatsächlich eine Auflösung rechtsstaatlicher und demokratischer Funktionsweisen, die Menschen hierzulande hier auch sehen, aber wie, also sozusagen, wo findet man die Balance dazwischen, auf seine Grundrechte zu verteidigen, auf seinen Rechtsstaat aufzupassen und nicht in Verschwörungsideen abzudriften? Ja, ich glaube, das sind zwei unterschiedliche Sachen. Wenn wir jetzt über Ungarn und die politische Lage dort oder Polen und die politische Lage dort und die undemokratischen Entwicklungen in den letzten Jahren gucken oder eben auf das Virus, wo es eben darauf ankommt, auch staatliche Maßnahmen zu treffen, damit eben das Virus eingeschränkt wird. Das sind, glaube ich, zwei verschiedene Dinge. Wichtig ist natürlich auch unter der momentanen Situation und der eingeschränkten Grundrechte, dass man sie eben nicht auf Dauer einschränkt. Und die Gefahr besteht natürlich in solchen Ländern wie etwa in Ungarn, dass jetzt Grundrechte eingeschränkt werden und das dann so bleibt. Das hoffe ich und denke ich, wird in Deutschland nicht so sein. Aber es ist sicherlich wichtig, dass man darüber immer wieder diskutiert, wie weit kann man die einschränken und muss man sie einschränken, um die Bevölkerung zu schützen. Und wo muss man eben wieder lockern und wie macht man das? Ansonsten ist es natürlich, glaube ich, immer wichtig, in Bezug auf Verschwörungsdenken Wissen zu vermitteln. Sie werden einen Verschwörungsdenker damit nicht ändern, aber ich glaube, die Grundlage ist eben immer, Wissen zu vermitteln. Und wenn es natürlich um diese Fragen geht, wie jetzt bei dem Virus, wo man eben das Wissen so noch nicht hat, dann glaube ich, ist es eben wichtig, immer wieder abzuwägen, wo kann man, wem kann man eher glauben und wem eben nicht. Herr Heinz, wir haben ja in den vergangenen Wochen auch sehr gute Beispiele dafür gesehen, dass unser Rechtsstaat noch funktioniert. Also das Bundesverfassungsgericht zum Beispiel hat mehrere Entscheidungen getroffen, zum Demonstrationsrecht, zu Gottesdiensten und so weiter und hat damit bestimmte Beschränkungen auch gekippt. Erreicht das Leute, die so tief in ihrer Dystopie stecken, überhaupt noch? Ich glaube teilweise, das ist ja immer unterschiedlich. Die Menschen sind immer vielfältig und die lassen sich, glaube ich, jetzt auch nicht so einfach sortieren in völlig vernarrt in ihre Ideologie und noch ein bisschen ansprechbar. Ich habe schon den Eindruck, dass das Menschen erreicht. Aber es gibt ein ganz tiefes Grundmisstrauen, was ich jetzt auch überraschend bei vielen Bekannten von mir feststelle, das eben sehr tief geht und sehr grundsätzlich quasi fürchtet, dass jetzt eine Machtübernahme diktatorischer Art vorbereitet wird. Die Sorgen sind klar, ne, wenn man nach Ungarn schaut oder in andere Länder, das ist ja nicht unberechtigt, dass sowas ausgenutzt werden kann. Aber es ist eben sehr tief, sehr fundamental und sehr wenig differenzierend, was jetzt quasi Freiheitsrechte in unterschiedlichen Ländern angeht. Da bin ich selber ein Stück überrascht. Sie haben gerade gesagt, wie sich das auch bei Ihnen im Bekanntenkreis äußert. Was mir aufgefallen ist, ist auch, dass gerade dieser Aspekt, dass die Corona-Einschränkungen was mit dem Ende der Demokratie und was mit Diktatur zu tun haben, das hört man ganz massiv von rechts, auch mit wirklich furchtbaren Illustrationen, wo irgendwie dann so ein gelber Judenstern, in dem dann Impfgegner steht, als Protestsymbol getragen wird. Aber gleichzeitig diese Warnung, Der Polizeistaat bereitet hier die Diktatur vor, die hört man ja auch von links und auch von ganz links. Wie kommt das zusammen? Also eigentlich sind das ja politische Richtungen, die nicht häufig einer Meinung sind. Ich glaube auch nicht, dass die jetzt immer einer Meinung sind, aber es gibt natürlich das überlappende Misstrauen, das finde ich jetzt aber macht noch nicht allzu viel Gemeinsamkeit. Und dann ist es halt wirklich so, finde ich, dass ein Teil der Sozialkritik in den letzten Jahrzehnten hat es nicht geschafft, irgendwie eine einheitliche Bewegung hinter sich zu versammeln, die die Leute zufriedenstellt. Es gibt viel Unsicherheit, es gibt viele Gefühle, dass die eigenen Bedürfnisse nicht angesprochen werden. Und es hat eine Vervielfältigung dieser kritischen Szene gegeben und für mich selber auch ganz überraschende Verbindungen mit eigentümlicher Esoterik, also bis hin zu, ich habe es im Vorgespräch ja erzählt, dass mir jemand was zuschickte, dass das jetzt keine Menschen, sondern Engel und Teufelswesen wären, die die Welt beherrschen, und ich hätte von der Person, die mir das geschickt hat, nie erwartet, dass sie so einen hanebüchenden Quatsch durch die Welt sendet. Und dann, als ich auch antwortete, ging es eben auch um das Gefühl, das ist ja jetzt nur ein Grippevirus und ist nicht so schlimm. Und natürlich wissen wir überhaupt noch nicht, wie hoch die Sterblichkeit daran ist. Es kann sein, dass es 3-mal so hoch wie bei Grippe oder 5-mal oder doppelt so hoch nur. Aber wir sehen natürlich die Beatmungsfälle, und an solchen harten Fakten habe ich dann das Gefühl, kriegen sich viele auch wieder ein. Aber dadurch, dass das im Augenblick relativ gut geklappt hat, die Zahl der Infizierten niedrig zu halten und wir nicht dieses komplette Zusammenklappen von Intensivstationen haben, wie wir es aus New York oder Italien kennen. Dadurch haben viele das Gefühl, es wird ihnen nicht die Wahrheit gesagt, obwohl sie vielleicht einfach die Dramatik gar nicht sehen, was passiert, wenn jemand schwer infiziert ist. Genau, und selbst wenn die Dramatik gezeigt wird, wie zum Beispiel die Lastwagen, die die Toten, die Särge abtransportiert haben in Bergamo, dann wird das als im Grunde genommen gestaged, als Inszenierung wahrgenommen. Oder es wird gesagt, Boris Johnson sei überhaupt nicht krank gewesen und auch nicht die anderen Prominenten, die man gesehen hätte. Das seien im Grunde genommen Schauspielattitüden, um in der Bevölkerung Empathie zu erzeugen oder ein Wahrheitsgehalt zu suggerieren, um den großen Plan, der dahinter steckt, zu kaschieren. Und ich persönlich bin selber sehr überrascht, weil ich in all den Jahren immer dachte, Verschwörungstheorien seien im Grunde genommen auch räumlich eher in geschlossenen Systemen wiederzufinden oder eben in autoritären oder Diktaturen, weil es dort keine freie Presse gibt und weil die Wahrscheinlichkeit eben klar geringer ist, aus unterschiedlichen Meinungsspektren der Presse sich eine Meinung bilden zu können, und die Menschen deswegen gerade in diesen Ländern, in meinem Kopf habe ich Iran immer gehabt, weil das eben ein sehr tatsächlich geschlossenes Land ist, wo die Menschen darauf angewiesen sind, Informationen sich vor allen Dingen im Netz oder von außen selbst zu beschaffen, und dass darüber immer sehr schnell auch Verschwörungsfantasien mit in die Informationstimeline gekommen sind. Und gepaart natürlich mit dem begründeten Misstrauen, dass sich dort Verschwörungstheorien besonders stark wiederfinden. Und ich bin tatsächlich davon überrascht, dass das überhaupt keine haltbare These mehr ist. Denn wenn wir uns jetzt anschauen, wie stark das in den freien Demokratien Europas so präsent ist und wie Andreas Heinz eben gesagt hat, wie nah das an einen rückt in den eigenen liberalen, weltoffenen Bekanntenkreis, da merkt man, dass man tatsächlich plötzlich auch noch mal genauer hinschauen muss. Und wir haben hier noch gar nicht darüber gesprochen, wie auch gezielte Desinformationskampagnen. Wir wissen ja von Trollfabriken, die den Wahlkampf mit Bezug auf Brexit, aber auch Trump sehr stark manipuliert haben. Wir wissen, dass Cambridge Analytica ganz stark in die Brexit-Entscheidung mit eingegriffen hat. Also das Phänomen Social Media, was ganz stark als Trigger und als Weiterverbreitung funktioniert, das ist natürlich auch etwas, was diese Verschwörungstheorien quer über unterschiedliche Informationskanäle vernetzt. Ich wollte noch sagen, dass ich glaube, dass diese Fantasien, das Verschwörungsdenken, was Sie gerade sagten, dass Sie das so überrascht hat. Ich würde sagen, mich hat es eigentlich zum ersten Mal überrascht, nach 9/11. Denn da kam es eben auch bei Leuten, die ich nun nicht für Verschwörungsdenker gehalten hätte, zu solchen Ideen, dass eben angeblich an diesem Septembertag die jüdischen Mitarbeiter oder die Menschen, die im World Trade Center gearbeitet haben und jüdischen Glaubens sind, dass die nicht zur Arbeit erschienen seien, weil sie gewarnt worden seien. Und diese Verschwörungstheorie hat sich ja ganz schnell auch natürlich übers Netz verbreitet. Aber da kam das zum ersten Mal, dass ich auch das Gefühl hatte, dass Menschen, die nicht zu dieser Klientel gehören, sich eben dem auch angeschlossen haben. Herr Heinz, wir haben verschiedene Fragen aus dem Publikum, die offensichtlich auch solche Bekannten in ihrem Umfeld haben und fragen, wie man denn mit so Menschen jetzt überhaupt umgehen kann. Kann man mit so Leuten reden oder ist das völlig vergebens, wenn alles, was sie da von sich geben, völlig irrational ist? Sollte man sich da ins Gespräch begeben oder sich lieber abgrenzen? Das liegt, glaube ich, dran, ob man es aushalten kann. Ich würde versuchen, solange es geht, mit allen zu reden. Und es gibt ja oft dann irgendwelche Punkte, wo man, wenn man sich dann gegenseitig aufregt und nicht mehr zuhört, wo man vielleicht versuchen kann, nach anderen Themen zu suchen, die eher wieder eine Gemeinsamkeit bringen. Wie gesagt, wenn ich darauf verweise, dass wir eben Beatmungsfälle haben in der Charité in nicht kleinem Ausmaß und dass diese Menschen wirklich leiden, dann gibt es eigentlich jetzt wenige, die ich bisher erlebt habe, die dann komplett sagen, das hast du jetzt erfunden. Also es gibt so Realitätspunkte, also für mich Realitätspunkte, an denen man anknüpfen kann. Für andere Menschen ist aber natürlich ihre Wirklichkeit immer die geglaubte. Das geht so eng durcheinander, dass es manchmal schwierig ist. Und natürlich gibt es Punkte, an denen man es abbricht. Mich hat irgendjemand ungefragt in so einen antisemitischen Verteiler gesetzt und in großem Umfang jetzt Corona und Antisemitismus verkoppelt und kann man sich nur blocken und rausschalten, finde ich. Frau Wetzel, warum eigentlich ist Verschwörungsideologie so zentral bei Antisemitismus? Ja, weil es eben eines Feindes, eines Sündenbocks bedarf, wenn man eben diese Naturkatastrophen oder eben jetzt auch solche Pandemien erklären will, dann braucht man diesen Sündenbock und dafür, oder jedenfalls glaubt man ihn zu brauchen, und dafür eignet sich die Gruppe am besten, die eben schon sozusagen als dieser Sündenbock benutzt wurde. Aber warum? Warum immer wieder diese Gruppe? Warum immer wieder jüdische Menschen? Ja, das hat natürlich einen historischen Hintergrund. Das ist eben immer sozusagen diese Gruppe, die man, ich meine, heute gibt es natürlich auch andere Gruppen, Frau Foroutan hat es ja vorhin auch genannt, im Moment sind ja auch die Asiaten, die immer wieder angegriffen werden und für Dinge verantwortlich gemacht werden. Das ist sozusagen schon eine historisch gewachsene Gruppe, der man eben ganz schnell immer diese Sündenbock zuschreibt. Und das hat mit vielen Dingen zu tun aus der Geschichte. Das hat damit zu tun, dass man immer Macht zuschreibt, egal ob sie eben auch zu einer Bevölkerungsgruppe gehört, die damals hier im Schweinviertel in Berlin arm waren. Aber es ist immer diese Machtzuschreibung. Und insofern ist es eben die Gruppe, die man leicht immer wieder revitalisieren kann, aufgrund der historischen Zuschreibung, die es eben immer wieder gegeben hat. Naja, und vielleicht kann man auch sagen, diese Vorstellung, dass es so etwas wie einen reinen Volkskörper gibt, zu dem sozusagen die einheimische Bevölkerung gehört und Minderheiten als Eindringlinge von außen Dinge reinbringen wie politische Fantasien, Krankheiten, religiöse und Wertekonzepte, die nicht passen, etc., hält sich ja über Gemeinschaften sehr stark und führt dann wiederum auch zur Gemeinschaftsbildung. Wenn wir uns jetzt diesen Anstieg des antiasiatischen Rassismus sehen mit dem quasi Vorwurf, diese Leute haben das Virus hineingebracht, so kennen wir das aus den Jahren zuvor mit der Vorstellung von migrantischen Männern, die im Grunde genommen eine Gefahr für alle Frauen in diesem Land darstellen und nun dazu führen, dass man die Frauen stärker schützen muss. Oder es gibt auch jetzt in Corona-Zeiten die Vorstellung und Fantasie, diese migrantischen Familien als Großfamilien seien im Grunde genommen dafür verantwortlich, dass sich das Virus nicht eindämmen lässt, weil sie eben diese Zwei-Personen-Regeln nicht einhalten. Es gibt immer wieder die Vorstellung des externen Fremden, der das einbringt. Und im Moment ist die große Gefahr natürlich, dass man überall Punkte machen kann. Wir sehen, das halte ich für besonders schwierig, selbst wenn Corona eingedämmt wird, ist uns allen klar, dass wir trotzdem vor einer Rezession stehen werden und dass wir uns darauf gefasst machen müssen, dass diese ganzen Verschwörungstheorien dann erst recht eine Hochkonjunktur bekommen und die Rechten sich möglicherweise zusammentun und sagen, seht her, die Mainstream-Medien, die Volksverräter, die sind schuld, dass ihr alle verarmt seid und kommt jetzt, wir haben euch von Anfang an gesagt, das war übertrieben. Man kann es ja rückwirkend nicht testen. Wir sind ja nun mal diese Maßnahmen eingegangen. Wenn man jetzt umgekehrt davor gestanden hätte, dass es unglaublich viele Toten gegeben hätte, hätten die Rechten auch ein Argument. Sie sind also im Grunde genommen in einer doppelt guten Lage, egal wie es politisch jetzt weitergeht oder wie es mit Corona weitergeht, ob eingedämmt oder nicht eingedämmt, sie können ihre Punkte machen. Dann, wir kommen nämlich, wir haben nur noch 5 Minuten, deswegen vielleicht so ein paar ausblickende Fragen. Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, wie wegen einer neuen Krisensituation, die alle inklusive der Politik noch nicht gut einschätzen können, auch Entscheidungen getroffen werden, die später revidiert werden, die vielleicht erstmal falsch sind, die vielleicht erstmal falsch wirken und dass auch die Opposition gerade eine sehr marginale Rolle nur spielt. Welche Möglichkeiten gibt es denn sowohl für die Regierungsparteien als auch besonders für die Opposition, da vielleicht von, Frau Foroutan, Sie haben vorhin von diesem großen Vertrauensverlust gesprochen, Herr Heinz, Sie auch, da wieder Boden zu gewinnen und vielleicht auch transparenter, mehr Transparenz zu schaffen. Gerade mit Blick auf die Opposition ist das auch eine Frage aus dem Publikum von Ines Kappert. Mhm. Also in der Tat sieht man ja im Moment, dass es viel weniger eine Frage von Oppositionslogik ist. Wenn wir uns die Debatten im Moment auf der föderalen Ebene ansehen, dann können wir sehen, dass Bundespräsidenten, egal welcher Farbe sie nun angehören, sich gegenseitig widersprechen oder plötzlich Allianzen eingehen, die auch die Farbenlogik überstimmen. Für die Opposition ist tatsächlich im Moment das Schwierige, dass bestimmte zentrale Themen so sehr bedeckt sind und von der Corona-Frage sehr zentrale Themen wie zum Beispiel die Klimafrage, die Frage von Rassismus oder auch die Frage von Kohleausstieg oder nicht oder überhaupt die Frage von Grenzöffnung, Grenzschließung, Umgang mit europäischer Solidarität. Alle diese Fragen sind überdeckt und darauf hat sich im Grunde genommen auch Opposition teilweise spezialisiert. Ich glaube nicht, dass die Logik wäre, dass die Opposition jetzt in einen widerständigen Moment eintreten muss, sondern die Rolle der Prüfung von Regierungsentscheidungen, das ist im Grunde genommen die Rolle der Opposition. Man kann darauf verweisen, die Kritik ernst nehmen, sich selber reflektieren und meiner Meinung nach auch darlegen, dass man in einer schwierigen Situation ist, dass man weiß, dass man als Opposition eigentlich diese Rolle hat, aber in der Entscheidung erstmal bei manchen Punkten mitgehen muss und später verspricht, das nochmal aufzuarbeiten. Ich glaube, dieses Versprechen, dass man aus dieser irritierenden Informationslücke irgendwann, und sei es nur rückwirkend, durch Ausschüsse etc. wieder herausfindet, um die Lage aufzuarbeiten, das ist schon mal ein Ankerpunkt für sehr viele Menschen. Herr Heinz, wollen Sie dazu auch noch was sagen? Also ich glaube, dass eine offene Debatte einfach extrem wichtig ist und es ist auch wichtig, sich da gegenseitig ein ganzes Stück auszuhalten, zumindest ich habe es ja schon gesagt, solange es nicht solche menschenverachtenden, einfachen Ideologien und Grenzen überschreitet. Und in dem Rahmen müssen wir miteinander diskutieren. Das ist ja der einzige Vorteil einer offenen Gesellschaft, dass man eben verschiedene Sichtweisen haben kann und ausdiskutieren muss. Ja, und die Transparenz ist, denke ich, auch immer wichtig, ne? Dass es transparent diskutiert wird und auch transparent gemacht wird, welche Entscheidungen warum gefällt worden sind, damit man das, was Frau Foroutan gesagt hat, hinterher dann eben auch besser beurteilen und aufarbeiten kann. Das klingt für mich nach einem guten Schlusswort. Transparenz ist natürlich auch was, was im öffentlichen Diskurs jederzeit eingefordert werden kann und muss. Frau Wetzel, Frau Foroutan, Herr Heinz, ich danke Ihnen ganz herzlich für diese Stunde, die sehr schnell vergangen ist. Ein paar Fragen aus dem Publikum mussten wir leider liegen lassen. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, auch Ihnen herzlichen Dank, dass Sie zugeguckt haben. Ich hoffe, Sie haben ein paar Antworten auf Ihre Fragen gefunden. Und wir freuen uns, wenn wir Sie in 2 Wochen wieder zum nächsten Termin von Dezim Meets Taz Digilab begrüßen dürfen. Da wird es gehen um soziale Bewegungen und Solidarität in der Corona-Krise. Ich wünsche Ihnen allen einen schönen Abend. Tschüss. Genau.